Noch hatten sie das Hotel nicht erreicht, sondern gerade erst die Pforte zum Kiesweg passiert. Da hörten sie bereits ein heftiges Lärmen, welches aus einer womöglich geöffneten Tür in den versonnenen Vorpark drang. Zwei Stimmen schrien bzw. brüllten gegen und durcheinander, die eine mit einem nicht unangenehmen Schmeichelton und auf erhaltener. Wollte sie jedoch, was sie tatsächlich mitunter ausprobierte, die andere überschreien, dann kippte sie in ein übermaßen hässliches Klirren, gegen welches der Bass Dr. Lipoms beinahe friedvoll klang. Gewiss fand der Pathetiker, der sich offensichtlich ausgeruht hatte, Gefallen daran, seinem Gegner mit einem kurzen, trockenen Schlag ins Zwerchfell zu fahren. Wertrecht und Deters blickten einander amüsiert an, beschleunigten aber kaum die Schritte, da ja die Kadenz versprach, es brauche der Krawall noch die Koda. Je näher sie dem Haus dann kamen, desto heftiger paukte sich der Krach in Hämmern und Ambossen fest. Es war nicht einmal zu verstehen, worum das Krakeelen sich drehte, und zumindest der Lauscher hatte große Lust zu erfahren, was solch ein Kesseltreiben schüre. Dr. Lipom war möglicherweise mit der Belegschaft aneinander geraten. Ein hohes, geweißtes Türportal mit zwischen poliertem Kirschholz eingelassenen, kantig zugeschliffenen Scheiben trennte die Diele vom Weg. Ein Flügel war rechtzeitig nach außen geklappt und an der Hauswand vermittels eines monströsen Bodenriegels am Zudonnern gehindert. Wertrecht und Deters traten ein. Für einen Augenblick wurde es im Korridor finster, dann schritt man um die Ecke, und Deters erschrak vor dem eigenartigen, ausgestopften Tier, das als wachsamer Scherz dort auf seinem Sockel stand. Für einen sehr kurzen Moment hatte es so ausgesehen, als blitzte es ihn aus spitzen Augen an. Eine Täuschung, keine Frage. Er war auch schon dem Schriftsteller folgend daran vorbei und in das sehr hohe, kahle Foyer getreten. Nur eine Sitzecke gab es, und gegenüber einen wuchtigen Holztresen, hinter dem eine puppige Person nicht so sehr saß, als sich, hockend, gegen das Schlüsselbrett drückte und mit weit aufgerissenen Augen in die Mitte des Raums starrte, die Arena gewissermaßen, in der die Gladiatoren dezibel aufeinander droschen. Beide Hände nämlich auf seinen Stock gestützt, worüber er derartig den Oberkörper wölbte, dass Knauf und Knöchel in die pralle Bauchdecke drückten, stand, aufgedunsen, ein Medizinball, Dr. Lipom und brüllte hochroten, nein, violetten Kopfes auf jenes stichlinghafte Männchen ein, das vorhin am Bahnhof mit dem Taxi fortgefahren war und nun seinerseits ganz erstaunlich laut, zwar nicht zurückbrüllte, aber doch tapfer schimpfend jede Kanonade retournierte. Sein Gezeter wirkte umso origineller, als Murnau, um seinem Widerpart pari und also im Lautsinn die Stirne bieten zu können, auf einen Hocker geklettert war, der ja ganz sicher nicht einfach so dort gestanden, sondern eigens hatte herbeigeholt werden müssen. Bertrecht dirigierte Deters am Ärmel auf die beiden Fauteuils zu und zwinkerte scherzhaft, als sie sich zu Seiten des flachen, mit Lesezirkelheften übersäten Tisches niedersetzten. Hierneben führte eine Tür mit Schwingscharnieren, vermutlich in den Küchenbereich. Man konnte, da sie wie zugesperrt wirkte, insgesamt den Eindruck gewinnen, es stehe ein Schauspiel ins Haus.